zu einer neuen Folge von Zugsteiner. Heute hier ja, von neuer Stelle aus einem neuen Wald. Ihr könnt hier im Hintergrund schon erkennen, dass es hier sehr steil abgeht, aber der Hang, der ist hier voller Schlaflöcher. Mal gucken, was uns hier heute erwartet. Die anderen beiden sind hinten schon fleißig am Suchen. Bevor ich jetzt anfange, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, weil wir haben jetzt endlich die 1000 Abonnentengrenze überschritten. Wir sind jetzt ja schon bei über 1100, was mich natürlich sehr freut. Dafür möchte ich lieben Dank sagen an alle Abonnenten und hoffe, dass ich euch weiterhin mit guten Videos versorgen kann. Mal schauen, was heute drin ist. Ich fange jetzt an. Mein Detektor steht hinten schon startklar und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim ersten Fund. Bis gleich. Und hier geht es jetzt auch schon munter fröhlich los. Und zwar haben wir hier den ersten Knopf, erst Wehrmachtsknopf, das ist ein Alu-Knopf. Leider ist jetzt hinten die Öse schon ab. Aber was soll's, Alu-Knöpfe sind ja so generell immer recht gut erhalten. Deswegen stecke ich ein, mache ich zu Hause ein bisschen sauber. Und der geht dann ab in die Sammlung. Gut, mal gucken, was uns hier noch erwartet. Achso, eins wollte ich noch sagen, das habe ich jetzt am Anfang vergessen. Ich werde es jetzt immer so mixen. Ich habe euch ja gefragt, was soll ich lieber. Ich drehe mal kurz um. Was soll ich lieber? Entweder Live-Grabung oder halt nur so zeigen. Und der Tenor war jetzt, dass ein Mix vielleicht ganz gut wäre. Da werde ich jetzt was machen. Also ich werde jetzt immer mal zeigen, wie die Funde draußen habe. Oder werde auch mal eine Live-Grabung machen. Je nachdem, wie dann gerade passt, mache ich meinen Clip hier oben wieder ran. Und dann mixen wir das. Also weiter geht's. Da ist der nächste interessante Fund. Und zwar ist hier so ein Lederriemen. Angeschlagen hat aber hier, muss so Eisen drin sein, wie so eine Niete. Da ist jetzt so jetzt ein Stoff regnet. Allerdings heißt es schon, dass hier irgendwas liegen geblieben ist, weggeschmissen ist. Oder weggeschmissen worden ist, sag mal so. Ja, nehme ich mit, schmeiße ich in den Müll. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Und da ist die nächste Schnalle. Auch mit Lederriemen. Beziehungsweise sehe ich jetzt, muss so eine Art Koppel-Gegenhaken sein. Also seht ihr hier vorne, da wo das so ingerastet ist. Ups, und da ist auch noch der Lederriemen dran. Ja, ist ein Koppel-Gegenhaken. Der ist noch, ich mach das mal ab, richtig gut erhalten. Ups, ich gucke jetzt hier auf alle Fälle mal nochmal drüber, ob hier vielleicht auch das passende Koppelschloss dazu liegt. Das wäre natürlich super. Weil wir sind jetzt, ja, bestimmt schon einen Kilometer gelaufen, wo ich vorhin am Anfang ein Intro gedreht habe. Da waren jetzt in den Schlaflöchern nicht viel, da waren jetzt eigentlich eher nur Müll. Ihr seht jetzt, die anderen, denen sind da vorne auch am Schippen. Ich gehe gleich mal rüber gucken, vielleicht haben die auch schon was gefunden. Aber ich würde mal sagen, der Koppel-Gegenhaken hier, das ist ein Indiz dafür, dass auf alle Fälle auch irgendwo Koppelschlösser liegen müssen. Gut, ich guck mal weiter. Und die nächsten Signale lassen nicht lange auf sich warten. Und zwar liegt jetzt hier in dem Loch zusammen. Hier so ein Alu-Teil. Sah mir erst aus wie, ja, ich dachte erst, es ist ein Koppelschloss, aber dann, ja, war die Freude doch schnell wieder weg. Allerdings, hier steht irgendwie was drauf mit Pill oder Spill, ich weiß es nicht, kriegt das hier, ja, ist ein S, Spill irgendwas. Keine Ahnung. Vielleicht weiß ja einer von euch, was das ist. Oder wofür das war. Deswegen nehme ich auf alle Fälle erst damit mal sauber. Und dann lag hier auch die erste Münze für heute drin. Darauf kann man so ganz leicht erkennen. 5, also von der Schreibweise her würde ich auf alle Fälle sagen, sind 5 Reichspfennig. Mal gucken, ob ich hier die Rückseite denn zu Hause noch sauber kriege. Ja, wie gesagt, wenn ihr wisst, was das sein könnte, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin ja mal interessiert, was dabei rauskommt, weil bis jetzt haben wir zusammen immer
rausgefunden, was das letztendlich ist, wie beim letzten Mal ja auch, mit diesem Messteil. Ja, ich steck's ein, pack's nachher in die Fundzusammenfassung und weiter geht's. Hier an dem Stück hier unten mit dem wunderbaren Ausblick auf den See habe ich jetzt hier auch an dem Baumstand den nächsten Münzfund. Ich weiß nicht, ob ihr erkennen könnt, aber da ist ganz leicht eine 50, schimmert da durch. Ich habe jetzt erst gedacht, irgendwie auch 50 Reis, finde ich, aber die sind ja viel größer. Und da fiel mir ein, dass das 50 Pfennig aus der Bundesrepublik sind. Weil man erkennt jetzt hier auch ganz leicht hinten die Frau drauf. Allerdings wirklich in einem miserablen Zustand. Ja. Heißt für mich, dass hier auch danach Menschen waren, klar. Und vielleicht auch andere Sondler, die das hier verloren haben. Wer weiß, wer weiß. Ich nehme es auf alle Fälle mit. Versuch's mal vorsichtig sauber zu machen. Und pack's dann noch in die Fundzusammenfassung. Vielleicht kommt ja da noch ein schönes Bild zusammen. So Leute, jetzt dürft ihr euch wieder ganz doll festhalten am Stuhl, weil ist das geil. Und vor allem noch so richtig wieder halten, richtig schön Koppelschloss. Jetzt habe ich zu meiner Gegenschließe auch das passende Schloss gefunden. Hammer, diesmal auch aus Alu, nicht so wie die letzten aus Eisen. Leider ist hier schon gearbeitet worden und abgeschliffen worden. Aber das werde ich zu Hause wieder richtig geil glänzend hinkriegen. Das ist jetzt der beste Fund am Tag. Mal gucken, das war jetzt hier vorne drin. Ob jetzt hier vielleicht noch ein paar drin liegen oder was auch immer. Aber dafür hat sich auf alle Fälle die Fahrt schon gelohnt. Da fehlen mir auch echt die Worte, muss ich sagen. So, von da ganz unten sind wir jetzt hier wieder den Hang hoch. Ihr merkt es ein bisschen an meiner Stimme bzw. an meinem Atem. Es ist recht anstrengend, weil jetzt hier hochzukommen. Gucken mal, was jetzt hier oben noch kommt, weil die Schlaflöcher waren jetzt größtenteils leer, beziehungsweise war wirklich nur Müll drin. Also was sich nicht gezeigt hat. Ach Mensch, jetzt zeigt. Gelohnt hat zum Zeigen, jetzt habe ich's. Ja. Vielleicht auch erstmal eine ganz kurze Pause machen. Und dann geht's weiter. So, hinter dem Hügel beziehungsweise da oben war jetzt leider nichts gewesen. Deswegen sind wir jetzt wieder Richtung See und bin jetzt hier an dem Abhang und laufe jetzt hier immer so schräg runter und habe jetzt hier auch die nächste Münze gefunden und die ist auch sehr gut erhalten. 10, ich glaube, jetzt sind Rentenpfennig, weil ich habe hier, glaube ich, ja, 1924, dann sind es Rentenpfennig. Wie gesagt, so noch sehr gut erhalten. Ich denke, den werde ich auch wieder so hinbekommen, dass man es vernünftig sieht. Sehr gut. Jetzt hoffe ich mal, dass sich die Tortur hier am Hang noch einigermaßen bezahlt macht. Weil jetzt außerhalb Koppelschloss, wo ich mich natürlich drüber richtig doll freue, kam jetzt ja so weiter eigentlich noch nichts großartig. Von daher hoffe ich, dass hier noch einiges kommt, dass ich euch noch was zeigen kann. Ja, und wie gesagt, ich melde mich dann beim nächsten Fund. Bis gleich. So Leute, ein recht kurzer, vielleicht jetzt nicht so fundreicher, aber doch spannender Tag geht zu Ende. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Wenn ja, dann lasst einen Daumen da, würde ich mich drüber freuen. Schreibt kräftig in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Also wie gesagt, für mich hat sich der Tag voll gelohnt. Schon allein mit dem Koppelschloss, mit dem Alu-Koppelschloss, sowas hatte ich ja vorher noch nie gefunden, nur die Eisenschlösser. Von daher ist das für mich schon wieder was ganz Besonderes. Und was ich zum Abschluss noch sagen wollte, ich habe jetzt bei meinen YouTube-Analysen mal festgestellt, dass 80% meiner Zuschauer kein Abo haben,
Von daher wollte ich die 80% ansprechen, meinen Kanal zu abonnieren. Dann seid ihr auch immer auf dem Laufenden. Und wenn ihr die Glocke zusätzlich drückt, dann bekommt ihr automatisch eine Nachricht, wenn ein neues Video hochgeladen ist. Und somit könnt ihr auch nichts verpassen. Seid quasi immer up to date. Ja, abschließend, achso, eine Sache wollte ich noch sagen. Ich werde das Tausender Gewinnspiel, das Tausender Abo Gewinnspiel, werde ich nächste Woche starten. Also denkt dran, auf alle Fälle nächste Woche wieder reinzuschauen. Sind wieder schöne Preise mit bei und ich hoffe, dass es wieder drei glückliche Gewinner treffen wird. Und damit würde ich sagen, ciao.